So, jetzt haben wir uns eine Aufgabe gestellt, und zwar, wir möchten eine Fußgängerampel, ich hoffe, man sieht das dann später, eine Fußgängerampel bauen, und zwar mit einem Umschalter, einem Schalter als Hauptschalter, damit sie an- und ausgeht, zwei Lampen, jetzt haben wir kein Rot und Grün, das haben wir anders gelöst, und einer Spannungsquelle. Und zwar haben wir uns dann gesagt, dann machen wir es eben so, dass wir die eine Lampe über einen regelbaren Widerstand dunkler einstellen, die andere hell. Dann sagen wir, bei hell kannst du gehen, bei dunkel musst du stehen oder sowas. Und jetzt haben die Schüler tatsächlich in Eigenarbeit diese Schaltung, die ich hier vorne angemalt habe, die habe ich erst hinterher angemalt. Jetzt haben die Schüler tatsächlich in Eigenarbeit, ich hoffe, man sieht das, solche Schaltpläne gemacht und haben erst anhand der Schaltpläne, und das ist das Wichtige bei der ganzen Sache, haben die dann die Schaltung aufgebaut. Denn jetzt gucken wir uns mal die Schaltung an, wie unübersichtlich die ist. Die funktioniert, ich halte mal hier fest, ich schalte mal wieder um. Eine Lampe geht, andere Lampe ist dunkel. Sieht man? Nochmal, eine Lampe geht, so. Das ist die helle. Und jetzt guckt euch mal, die ihr da zuschaut, dieses Kabelgewirr an. Und in der wirklichen Welt ist das dann auch ein Kabelgewirr, da würde man nicht durchsehen. Das heißt also, auch wenn die Schaltung noch so billig und einfach scheint, einfach zu Anfang einen Schaltplan machen, wie wir es eben gerade gesehen haben. Und wenn wir den Schaltplan haben, dann können wir auch wirklich loslegen und erst anhand des Schaltplans die Schaltung aufbauen. Dann funktioniert sie immer. Beim Schaltplan, ich zeige nochmal, muss man aber wirklich so vorgehen, dass man sagt, meine Aufgabe ist, die eine oder die andere soll leuchten. Das heißt, ich fange so an mit dem Umschalter und sage, ich versorge von der Spannungsquelle aus entweder die eine Lampe mit einer Spannung oder die andere Lampe mit einer Spannung. Über den Widerstand mache ich mir dann später erst Gedanken. So, also die eine Lampe mit der Spannung und dann muss die natürlich über den Hauptschalter wieder zur Spannungsquelle zurückverbunden werden. Und das muss ich mit der anderen auch machen. Und damit die beide verbunden sind, macht man hier so eine Art Lötpunkt. Gut, das war's bis dahin. Weiter geht's hier. Wir machen die nächste Schaltung.